nächste Ort des Geschehens. An den Teppich geht's hier. Er hier hat's nicht geschafft. Mal schauen, was der Hüli hier so fabrizieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu Hüler Extrem. Dieser festverlegte Teppich ist sicherlich 5 Jahre alt und mehrere Menschen haben ihm übel mitgespielt. Bevor er nun das Zeitliche segnet, wollte ich trotzdem gern schauen, wie gut ich ihn mit dem Hüler aufbereiten kann. Ich starte direkt mit der Elektrobürste. Mit ihren 6500 Umdrehungen holt sie auch tiefsitzenden Schmutz an die Oberfläche. Damit schaffe ich mir erstmal eine Basis, um zu sehen, wie stark die Verschmutzungen sind. Denn alles, was die Elektrobürste nicht entfernen kann, muss ich dann mit der Nassreinigung probieren. Ich bin übrigens mega begeistert, wie krass das Ergebnis am Ende ist. Um einen kleinen Vorgeschmack zu erhalten, schau dir auf jeden Fall das Wasser im Wasserbehälter an. Nach den wenigen Quadratmetern hat sich bereits eine dunkle Brühe gebildet. Ich bin ja nun schon etwas erprobt, was die Grundreinigung unserer Zimmer angeht und habe ein System. Erfahrungsgemäß bin ich auch mit sehr viel Staub konfrontiert. Mit der Kleiderbürste sauge ich diesen direkt von den Möbeln ab. Feiere ich total, dass der Staub dann auch direkt gebunden wird und mich nicht in der Nase kitzelt. Ich hasse Staub in der Nase. Außerdem wäre ich hier stundenlang damit beschäftigt, den Staublappen zu säubern. So, hier haben wir mal das grobe Ergebnis nach der Elektrobürste. Gucken jetzt mal, was hier so alles Schönes drin ist. Boah. Nimbus habe ich mir jetzt fertig gemacht und jetzt möchte ich mir diese Stellen vornehmen. Diese Flecken sind echt eine Hausnummer und zu Anfang war ich auch skeptisch. Aber bereits als ich den Nimbus angesetzt habe, wusste ich, dass es klappt. Viel Wasser ist ein Trick, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Ich flute also den Teppich bis auf den Grund und fange dann an zu schrubben. Hier wird im Verlauf richtig deutlich, wie der ganze Schmodder aus dem Teppich rausgeht und die normalen Teppichfasern wieder sichtbar werden. Ich habe hier kein Reinigungsmittel genommen, sondern arbeite momentan lediglich mit Wasser und meinem Lieblingsutensil, der Polsterdüse. Das Nimbus-System ist für mich echt Gold wert und ich schenke es euch so gerne im Rahmen meines Marketingbudgets dazu. Entschuldigt gleich die etwas wilde Kameraführung, aber ich wollte euch direkt mitnehmen und sozusagen aus der direkten Macherperspektive zeigen, wie schnell eine Verbesserung der Teppichstruktur sichtbar wird. Und natürlich auch zeigen, dass es Arbeit ist. Ich habe sicherlich eine Stunde gebraucht, um den Großteil des Teppichs zu reinigen. Und diese ganze Schrubberei ist wirklich nicht ohne. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Und sorry für die Wortwahl, aber das ist in diesem Fall echt geil. Hier habe ich stellenweise Reinigungsmittel genommen, weil die Flecken wirklich hartnäckig waren. Was das letztendlich im Teppich ist, weiß ich nicht. Manchmal ist das aber auch besser so. Ich habe den Nimbus 7-mal vollständig wieder aufgefüllt. Er hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Ich habe also eine Menge Wasser verbraucht. Nun kommen wir zu meinem Lieblingsmoment, dem Rausziehen der Restflüssigkeit und Schmutz. Die Farbe des Wassers ist schon echt krass. 1000 Jahre Nikotinbelastung stecken in diesem Teppich. Ich besprühe ganz hartnäckige Stellen auch direkt mit dem Wasserstrahl und der transparenten Düse. Einige Flecken und vor allem Schmutz kann ich damit richtig rausspülen. Ich finde es einfach mega krass, wie sich hier die Farbe des Schaums verändert. Der pure Dreck wird eingesaugt. An den einzelnen Teppichfasern sieht man schon die Farbveränderung. Der Teppich wirkt direkt frischer und sauberer. Genießt gerne noch einen Moment diesen satisfying Effekt. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Melde dich gern bei mir, wenn du Interesse am Hüler hast. Gerne erkläre ich dir alle Funktionen in Ruhe und erkläre dir das komplette Angebot. Ich freue mich, wenn ich zukünftig deine Hüler-Beraterin sein darf.